Da sich die Sache ja nicht überschreibt. Jera war Abundanz, ne? Droppt nicht mal was. Geizige Arschgesicht. Geiziges Arschgesicht, aber dann brauche ich gar nicht in den Satan-Deal-Raum, weil da eh nur Scheiße drin ist. Tier ist ab. Wird beim Messer vermutlich nicht viel bewirken, aber hey. Hauptsache haben wir eingesammelt, ne? Ja, dann mach halt gleich zu. Hast schon recht. Ist da noch irgendwo ein Item drunter? Oh, da könnten blaue Herzen drin sein. Nein, sind nur Rune, okay. Wir nehmen wieder Jera mit, die beste Rune überhaupt. Und dann gucken wir doch mal da rein. Kriegen wir wieder das Beste überhaupt geliefert. Zwei rote Karten. Hm? Wheel of Fortune. Na, danke. Ich hätte gern. Oh, noch ein Sack. Ich bin Power, Chaos Card. Nee. Das ist alles nicht das, was ich haben möchte. Toll. Ein blaues Herz für nichts geopfert. Sehr gut. Hat sich gelohnt. Muss man schon mal sagen. Auch nicht die Scheiße schon wieder. Fick dich doch. Dreckspiel. So, was ist denn da noch drin? Nee, ich habe heute keine Lust auf Spielen. Aber hey, hier. Dich wollte ich auch noch treffen, Drecksmaschine. Habe ich eben. Nee, das war nicht das Geräusch von weißes Herz. Da war gar kein weißes Herz. Das war alles nur ein rotes Herz. Warum? Warum? Was? Wieso guckst du denn manchmal nach schräg, obwohl du gerade gucken sollst? Was soll denn der Mist? Was ist das? Gut, nehmen wir mit. Der Chicken ist wieder für den Arsch. Ah, noch ein Gegner, tschüss. Könnte ich fliegen? Könnte ich die blauen jetzt kaputt schießen? Nein, und da ist mein Spatzsatz weg. Mein Skill steigt an. Also mein Skill im Verlieren. Da bin ich echt pro drin. Habe ich in vielen Spielen massiv gelernt. Item Multiplier. Oh. Ich will aber gern Abundanz behalten. So, schnell. Weniger Speed-Up wäre toll. Sieht es immer mit dem Speed-Up-Item aus. Du bist kein Speed-Up-Item. The Lovers. Großartig. Geben wir doch noch mehr geile Items, die ich nicht mitnehmen kann. Und mir dann denke, fick die spielen. Aber mal rennen eine Bombe an die Wand platzieren, ohne zu wissen, ob da eventuell irgendein Geheimraum sein könnte oder nicht. Achso, das ist glaube ich das Scare Baby, oder? War das das Dingsbums Baby? Könnte sein. Was weiß ich? Kenne mich eh nicht aus. Kein Mensch kann sich all diese Items merken, hallo? Na toll. Ich brauche nur noch einen Shop, wo ich den Scheiß ausgeben kann. Ich glaube danach gibt es noch einen Shop. Einen noch. Oh, blau-weißes Herz. Steht mal alles platt hier. Hat sich gelohnt. Und mit gelohnt meine ich, das war mir wieder komplett für den Arsch. Wow, was man wegen auf hier spinnen, was sie tut. Das kann böse enden. Nein, ich korrigiere, es gibt keinen Boss-Item-Raum mehr. Boss-Item-Raum-Shop. Das ist ein Raum, wo es einfach alles geht, wisst ihr? Schnauze. Gib mir das Polaroid und lass mich runter. Ich habe immer noch Jera dabei. Wie sieht's denn herztechnisch aus? Das weiße Herz hatte ich mitgenommen? Offensichtlich. Oh. Oh ja.
Cursed, nee, nee, wirklich nicht, nee, wirklich nicht. Nee, wirklich nicht. Hier kommen schon drei Wellen dann. Ich glaube, es hackt langsam. Nee, das ist Slowdown-Effekt, okay. Slowdown-Effekt finde ich doch durchaus manchmal nützlich. Und nein, ich möchte nicht mehr Sex, toll. Großartig, Zeug, dass ich alles nicht brauche. Danke, Spiel. So, ich hatte schon Ultralust und jetzt kommt Lust. Poison Touch, hey. So, ich drehe erstmal alles kaputt, ihr Penner. Ich mache euer Haus erstmal für den Arsch. Euer Haus erstmal für den Arsch, Alter. Mache ich euer Haus für Arsch? Kannst du mir aber glauben, mache ich voll Arsch. So, ja, Slowdown-Effekt. Funktioniert bei denen so gut. So, Doppelherz. Au. Ja, werde ich jetzt auch gleich brauchen. Kompetent wie ich bin, brauche ich jetzt schon Triple-Herz. Man wird halt auch älter, ne? Da braucht man auch schon mal Triple-Herz. Gott. Ich sollte so nicht weiterspielen. Das ist ungünstig. Ja, wächst du mich immer am Arsch? Na toll, was bekomme ich? Kohlen. Ich brauche keine Kohlen. Ich brauche Herzen. Danke für den Slowdown-Effekt. Den kann ich auch gebrauchen. Was ist das? Assistenz. Au. Danke. Das war meine Absicht. Erstmal Schaden nehmen, weil je weniger Lebenspunkte ich habe, desto besser spiele ich bekanntlicherweise. Wenn ich dann nur noch ein halbes Herz hier unten habe, dann spiele ich. Puh. Dann sind meine Skills schon über dem menschlichen Niveau. Weit über dem normalen menschlichen Niveau. Also. Normale Menschen können das gar nicht erreichen. Was ich dann erreiche. Ich kann zum Beispiel exzellent sterben. Können ja viele gar nicht. Also, das ist ja. Ah, fick dich doch. Was sind da noch drin? Das ist doch nicht wahr. Ich kann doch nicht mit zwei Herzen, mit einem treffen, halt nicht tot, toll. So. Hat überraschend. Er weiß, gut funktioniert. Bin einfach drüber gerusht. Scared Worm. Ja, ich muss jetzt mal so ein bisschen Glücksspiel betreiben und hoffen, dass ich ein paar Herzen bekomme. Sieht nicht aus wie Herzen. Auch keine Herzen. Ich habe auch keine Gubi-Items mehr bekommen, weil warum auch? Ja, Schlüssel. Mhm. Für die 2000 Truhen, die jetzt gleich noch kommen werden. Komm schon. Weißes Herz, das ist nicht, was ich wollte. So bekomme ich davon immer nur eins. Ich habe doch Humble Bumble. Komm schon. Komm schon. Mhm. Vielleicht kriege ich gleich noch den Dollar oder sowas. Würde ich halt einfach mal nicht ausschließen bei dem Spielen. Was habe ich jetzt bekommen? Ah, Pretty Fly. Okay, irgendwas, das ich um mich herum drehe, ist schon mal eine gute Sache. Davon hätte ich auch gerne drei, also. Das wird aber nichts mehr werden, fürchte ich. Okay, da ist Nummer 2, jetzt noch die Nummer 3 und ein paar Herzen und alles ist gut. Ja, mhm. Mhm, ja, ja, halbes Herz, naja. Halte ich schon wieder mal einen Treffer aus. Komm schon. Ich will was Gutes. Komm schon. Sei nicht so rassistisch. Soll ich mich als gigantische Katze mit Riesenmähne identifizieren?
Wir sterben hier scheiß Augen. Ja, du mich auch, Spiel. Du mich auch. Mögest du in der Hölle verrecken? Ah, jetzt bekomme ich nochmal Geld, nachdem ich den Automaten gesprengt habe. Komm schon, Herzen. Hier noch irgendwo, vielleicht ein Abstieg. Nee. Der Niveau ist doch schon Abstieg genug. So einen tiefen Abstieg, dass ich das Niveau finden könnte, gibt's gar nicht. Ah, komm schon. Komm schon. Seht ihr, ganz einfach. Überhaupt gar kein Ding. Bekomme ich? Nichts. Glückwunsch. Das gehört ganz allein mir. Nee, das führt mich ja automatisch dann abwärts. Ne? Nee, da möchte ich nicht. Das hat keine Leiter, also führt das ein Stockwerk tiefer und das wäre dann automatisch der Devil, aber ich würde gerne nach oben. Weil da die Kisten warten. Ich habe ja hier da und das wird nochmal richtig schön abartig dann. Wenn ich es bis in die Kiste schaffe und vielleicht noch ein paar gute Items rausziehen kann. Vielleicht. Vielleicht finde ich bis dahin ja nochmal irgendein Item. Boah, noch ein Gubi-Item wäre geil. Und mit einem meine ich natürlich zwei. Ich stehe auf der Leiter und komme nicht raus. Bei so vielen Scheißköpfen. Muss man den Kopf benutzen? Würdest du jetzt mal sterben, bitte? Danke. Und was droppt? Nix. Doch Bomben, ey. Träum mir einen Ast. Mhm, wo bleiben denn die restlichen zwei? Die restlichen eine, meine ich. Nein. Ich habe zum Glück Fliegen. Hätte ich gerne noch eine. Aber ich habe den Automaten zu früh gesprengt, weil ich nicht dran gedacht habe, nochmal Geld zu bekommen. Alles Dreck. Das Spiel dreht mir nur noch Dreck an. Doppelherz. Noch ein halbes Herz. Hm. Lalalala. Und Slowdown-Effekt? Nee. Töte alle Gegner-Effekt. Sehr gut. Boah! Spinnt ihr? Das könnt ihr doch nicht machen. Das ist doch bestimmt verboten. Was bekomme ich denn hier? Toll. Habe ich schon erwähnt, wie geil die Items so sind, die mir das Spiel so gibt. Oh, Doppelherz. Sehr gut. Gebe ich mal noch einen Moment auf. Ach, da lebt noch ein Stumpf. Es ist Stumpf. Fußkarte. Ich nehme mal das mit. Kann nicht schlimm sein. Oh Gott. Ich nehme wieder Items mit, von denen ich gar nicht weiß, was sie tun. Das ist immer eine gute Idee. Das lief noch nie schief bei mir. Ah, ich gucke erstmal in die falsche Richtung und schieße los. Das soll schon schief gehen. Das reicht nicht. Mein Messer hat nicht die Reichweite, die ich benötige. Okay, mein Schild blockt offensichtlich nicht Laserstrahlen. Aber hey, das ist alles gar kein Problem. Wir haben ja noch Doppelherz hier rumliegen. Und irgendwo war noch ein blaues, weißes Herz. Da unten. Ganz weit weg. Ganz weit weg. Ganz weit weg. Warum bombe ich hier? Ich habe den Geheimschrank schon gefunden, die Vollpfosten. Das
ist natürlich eine interessante Frage, die sich natürlich leicht beantworten lässt für jemanden, der auch nicht völlig verblödet ist. Ist das natürlich offensichtlich die Antwort, denn sie ist einfach total trivial und muss aber dieser Gelegenheit auch nicht näher erklärt werden. So offensichtlich wie sie ist. Warum hat man in dem Run eine Leiter? Ich verstehe es nicht so ganz. Was hat Leiter mit Ruhlen zu tun? Verstehe ich den Witz vielleicht einfach nur nicht? Gibt keinen Witz, so eine Scheiße. Das ist natürlich auch warm. So, ich pump mal noch hier. Nein. Computer sagt nein. Hallo. Ich möchte nach oben, denn dann komme ich in die Kiste und da sind wir goldene Kisten mit Items drin. Was halt unten nicht garantiert ist. Also unten sind schon vier Kisten garantiert, aber nicht unbedingt mit Items. Was ja das Problem ist. Ich habe so viel Bomben, ich kann überall bomben. Was ist denn in dem Sack drin? Dieses Spiel! Was hat das denn? Ich will kein Geld. Ich kann das nicht mehr ausgeben, Spiel. Oh, Doppelherz, sehr gut. Immer wenn ich denke, es geht nicht mehr, bekomme ich Doppelherz. Stuck in der Loop, nee. Ich weiß nicht so genau, was es macht, aber es klingt halt nicht so lustig. Es klingt irgendwie so wie wiederhole den Raum, das Stockwerk nach Zufallsprinzip. Also wenn du Glück hast, wiederholst du den Raum, wenn du Pech hast, nicht. Ja, also das Stockwerk und... Wenn ich richtig OP wäre, wäre das natürlich geil, aber... So aktuell gar nicht und es wäre auch schön, wenn ich noch irgendwas bekommen würde, dass meine Health-Punkte so halbieren, den Schaden, den ich nehme, halbieren würde. Erst bei den Gegnern ausweichen, dann kann man. Schade. Das hätte so schön gepasst dann. Okay, dann nicht. So, was ist denn hier links noch? Ein Slow-Motion-Mann. Der Slow-Motion kann. Na, kann dieser scheiß Ding mal aufhören. Und da haben wir... Oh, Herzen. Two of Hearts. Joker. Die gegen Diebe, natürlich. Genauso das Item, das man haben möchte. Oh, Moment, das führt mich ja nur dahin. Da war ich ja schon. Schade, dass es dann eigentlich zum nächsten Itemraum, also zum Geheimraum führt. Oh ja, klar. Da bin ich in die falsche Richtung drauf. Alles andere wäre einfach nur scheiße gewesen. So, ich habe noch einen Item-Multiplier. Die sterben. Ja, danke, das habe ich jetzt noch gebraucht. Jetzt. Was mache ich denn? Es gibt hier keinen Itembraum mehr. Es gibt hier sowieso keine Itemräume, aber darum geht's nicht. Fick dich doch. Wieso gehst du nicht einfach mal sterben? Und du auch. Einfach mal sterben. Jetzt muss ich meine Ambulanz-Ding zurückholen. Oh Gott, oh Gott. Okay, du bist easy. Vor allem, weil ich doch gut Schaden mache. Also Schaden mache ich doch schon gut. Nochmal zwei Herzen. Ah, fuck. Egal, ich habe nochmal ganz viele Herzen überall rumbiegen. In der Hoffnung, dass er mir noch was Gutes gibt. Einen Sack. Ist nicht so das geile Item. Danke, Spiel. Hey, toll. Das ist wie ein South Park. Gib den Pennern Geld und es kommen sofort mehr Penner. Kann diese Säcken auch Trollbomben drin sein? Ja, möglich. Probier's einfach mal aus. Was willst du denn? Ja, Naja, HP ab.
Oh, das hat sich sogar richtig gelohnt, das noch mitzunehmen. Jetzt habe ich nämlich nochmal Doppelherz hier rumliegen. Wollen wir mal kuscheln. Noch mehr Bomben, toll. Also itemmäßig bin ich doch schon ganz gut ausgestattet, so. Also. Oh Gott. Hat das nicht Messer? Oh Gott, ich weiß nicht mehr. Ah, fuck. Probier's mal kurz. Ja, das hat Messer. Hallo, Gruppenkuscheln. Okay, jetzt noch schnell Doppelherz holen. Boah, ich wünschte, ich hätte mehr Platz für Trinkets. Wenn ich noch so diese Health Multiplier-Dings mitnehmen könnte. Boah, das wäre geil. Lalalala. Und dann ab in die Kiste. Ab in die Kiste. Diese ist bei mir in die Kiste und offen. Es ist offen. Aber vorher. Was haben wir denn da? Nein. Tech funktioniert bei mir, glaube ich, sowieso nicht. Yamhard wäre vielleicht interessant, weil ich kann es nur einmal nutzen. Bell, ich darf fliegen? Ich darf fliegen. Erstmal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So ist jetzt die Frage, nehme ich das Yamhard mit? Habe ich einmal. Kann ich einmal Health nutzen? Damit kann ich einmal Messer schießen. Sorry, ich nehme das Yamhard mit. Ne, das ist dieses Bomblick-Scheiß-Drecksding, ne? Ich hab nochmal gute Items einkassiert, muss ich sagen. So war das jetzt nicht geplant, aber okay. So gut. Kein Ding nicht. Ich bin recht schnell. Ich hab Fliegen. Ich bin Mama. Ich bin Belzebub. Ich bin alles Mögliche. Wir benutzen mal das Yamhard. Ja, wir überspringen gleich die Phase. Ich glaube, normalerweise hätte er da nicht nochmal irgendwie Hände kommen sollen. Egal. Bei mir kamen keine Hände. Hände sind überbewertet. Jetzt kommen wieder Hände. Ficken. Oh, ficken. Ficken. Was ist denn in diesem Sack? Die spawnen Säcke? Die Kreditkarte ist jetzt irgendwie unnötig, aber okay. Das trifft mich trotz Fliegen, ne? Ja, natürlich. Trifft mich das trotz Fliegen? Sie fliegen, sie fliegen. Sie, ihr könnt auch fliegen. Sie nicht mehr fliegen. Sie sterben. Sie sterben, habe ich gesorgt. Du stirbst bitte auch, das wäre. Danke. Au. Wirst du jetzt bitte mal sterben, du Mistdrecksding? Danke. Dann lässt du mir einen Sack. Nein, du lässt mir keinen Sack. Wirst du bitte mal nach oben schießen? Nein! Fick dich doch. So, ich kauf dich. Das Teufel, warum kann ich dich nicht kaufen? Hier, ich hab den Teufel eingefroren. Willst du jetzt bitte mal sterben und so, du eingefrorener. Und tschüss. Jupp. Easy. Jetzt gehen wir da raus und machen noch den Rest. Nein. Puh. Pokerchip. Was auch immer man damit macht. Darkness Falls. Brains. So, damit hätten wir wieder eins. Das lief erstaunlich gut. Ich rule halt einfach. So viel bleibt doch nicht mehr. Doch, da oben bleibt noch was. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ein Fünftel noch. Nehmen wir aber beim nächsten Mal.
Dort reicht's. Daher sage ich auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Wo wir dann die restlichen Challenge mal angriffen nehmen. Wir werden die mal alle abschließen.